Vielen Dank, Pastor Schäfer, für die schönen Worte, die mich teilweise wirklich sehr gerührt haben. Und ja, wir machen weiter, liebe Gäste. Wir haben uns bewusst für ein kaltes Buffet entschieden, weil wir wussten, es wird etwas dauern. Aber wir haben es fast geschafft und für die Geduld wird man heute belohnt. Es warten viele Leckereien auf Sie, orientalische Leckereien. Also seien Sie gespannt drauf. Vergessen Sie die Süßigkeiten im Nachgang nicht. So, wir haben den letzten Redebeitrag und da bitte ich den Dr. Lars Castelluzzi, Mitglied des Bundestags, religionspolitischer Sprecher der SPD, nach vorne. Exzellenzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Herr Abdin, Sie haben uns angesprochen und eingeladen, Christine Buchholz und ich sind heute auch hier und Sie haben das mit dem Hinweis versehen, dass Sie es als ein Zeichen der Solidarität empfinden würden angesichts der Schmierereien, die hier am Gebäude angebracht worden sind. Und genau deshalb sind wir auch heute hier. Wir wollen Ihnen dieses Zeichen der Solidarität geben. Solche Anfeindungen, solche Schmierereien sind nicht nur ein Angriff auf eine Moschee, sie sind ein Angriff auf uns alle. Wir glauben all an einen Gott, Herr Grupp, das ist sogar ein evangelisches Kirchenlied. Und egal wie wir uns den vorstellen, wenn wir an einen glauben, ich bin überzeugt, es ist ein Gott, der nicht will, dass die Menschen sich anfeinden und gegenseitig verletzen, sondern Gott kann nur ein Gott des Friedens sein. Und seine Botschaft und sein Auftrag an uns kann auch nur ein Auftrag sein, dem Frieden zu dienen. Ja, der Friede, der beginnt aber bei uns drin. Und da sind dann manchmal Gefühle, für die wir ja gar nichts können, die dem entgegenstehen können. Und wenn wir uns dagegen wehren, gegen diese Gefühle, dann kommen sie nur mächtiger zurück. Diese Gefühle, die müssen wir wahrnehmen. Da brauchen wir dieses Fingerspitzengefühl, von dem Sie gesprochen haben. Wir müssen das auch aushalten lernen. Und wir müssen diesen Gefühlen auch Zeit geben. Und wir müssen die Begegnungen ermöglichen, bei denen wir in der Lage sind, über diese Gefühle auch zu sprechen. Und deswegen tue ich das auch heute hier. Denn nur dann können wir es heilen. Gefühle, die unterdrückt werden, landen irgendwann als Schmierereien an den Wänden. Aber wenn wir einander begegnen und über unsere Gefühle sprechen können, dann kann auch der Friede gelingen und dann kann Frieden geschaffen werden. Und deswegen bestärke ich Sie in Ihrem Weg. Es ist jetzt von Einzigartigkeit gesprochen worden. Es darf nicht einzigartig bleiben, sondern wir müssen das gute Beispiel, das Sie hier zeigen, weitertragen ins Land. Und bei diesen Begegnungen, die dann möglich werden und die ich mir wünsche, viel stärker, da wird dann deutlich werden, den Menschen, die sich einladen lassen, die Freude der anderen, das ist auch unsere Freude, denn sie steckt an. So wie auch das Leid von anderen uns ja nicht unberührt lässt. Und das geteiltes Leid, halbes Leid ist aber geteilte Freude, doppelte Freude. Und in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude in diesem Haus und ich wünsche Ihnen viele Begegnungen, vielleicht ein volles Haus mit neugierigen, vielleicht erst skeptischen, aber neugierigen Menschen am Tag der Moschee am 3. Oktober, die dann vielleicht diese Sure erkennen, wovon Maria die Rede ist und damit darauf gestoßen werden, was uns eint und nicht nur darauf, was uns trennt. Und uns allen wünsche ich diesen inneren und äußeren Frieden, der doch für uns alle das Wichtigste ist. Vielen Dank. Applaus